Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen-Webinar mit Dirk Hilger und Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Bevor ich an den Dirk übergebe und er eine sehr wichtige Frage beantwortet, müssen wir uns den Risikohinweis mal kurz anschauen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ganz wichtig, unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Gut, dann, lieber Dirk, sind wir alle gespannt, woher du kommst und übergebe ich den Bildschirm. Ja, ist halt wirklich die Frage, wie kommt man denn jetzt auf Hamburg? Ne? Also im Bild hinter mir, was ich jetzt halt ja irgendwie gerade rübergeschickt habe, sieht man ja, dass ich aus Köln komme. Da steht ja auch in der Mitte der Kölner Dom. Von daher, nein. Woher kommt das jetzt bitte? Aber wirklich, ne? Die Frage. Oder hast du die nur so eingestreut, Nelson? Nein, nein, die wurde tatsächlich im Chat gestellt. Okay. Ja, ist auf jeden Fall erstaunlich. Ja, dann sage ich an der Stelle mal hallo und herzlich willkommen hier zum Live-Trading, sofern es denn eins wird. Werden wir gleich mal sehen, was der Markt da mit uns veranstaltet und ob der uns da halt eine Möglichkeit bietet, auch entsprechend hier was zu machen. Wie der Nelson schon gesagt hat, wie es ja auch Usus ist bei den Webinaren, trotzdem, ich betone es halt immer wieder zusätzlich, bitte nicht nachmachen, wenn man jemandem folgt. Egal, ob ich das jetzt bin oder jemand anderes, dann sollte man das so machen, dass man halt entweder immer alles macht oder grundsätzlich gar nichts. Oder halt dann halt einfach das, was derjenige sagt, vielleicht in seine Überlegung mit einbringen. Und dann macht das Sinn. Nicht, dass dann nachher am Ende heißt, ja, nee, der Hilger hat gesagt, und dann, ja, hat ja nicht funktioniert. Ne? Kommt vor, war tatsächlich ja auch, da haben wir ein bisschen so, jetzt will ich gleich sagen, Pech-Serie gehabt. Irgendwie letztens, aber halt, ich glaube, vor 2 Wochen in den beiden Webinaren, da waren tatsächlich in beiden Webinaren sind die Trades nicht aufgegangen, drumherum irgendwie alles, aber in denen halt nicht. Passiert halt und ist aber auch nicht weiter schlimm. Und dafür war es ja letzte Woche bei der WOT, ich weiß nicht, wer da dabei gewesen ist, ja dafür umso besser. Aber wie gesagt, was das heute heißt, das weiß ich natürlich nicht. Das werden wir sehen. Ne, Nelson? So ist das. Yes. So, ich gehe jetzt mal rüber auf den Chart und mal gucken, was der Markt da heute treibt. Ich habe ja gestern so ein bisschen was im Blog. Oh Mann, ich mache mir gerade noch die Fragen rein. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht auf dem falschen Bildschirm raus. Nee. So. So, deswegen ist auch Frankfurt eingeblendet. Genau. So, jetzt lese ich mir erstmal hier durch, was ihr so von euch gegeben habt. Da, 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 da. Hamburger, ja, okay. Gut, alright. Also schön, dass ihr so zahlreich vertreten seid um die Uhrzeit. Mir fällt es immer schwer. Für mich ist das früh. Ich bin ja nicht so der arg zu früh zu Bettgeher. Von daher ja, brauche ich da immer ganz besonders viel Kaffee, um da halt überhaupt mal mit der Materie klarzukommen. So, ich muss hier mal kurz die Fenster ein bisschen sortieren. Und dann gehe ich mal rüber auf den Chart. So, also ich hatte ja meinen Blog geschrieben. War nicht so einfach gestern, ne? Also muss ich vielleicht erstmal vorausschicken. So, fange mal ganz kurz mit dem Dow an, weil der ist momentan ja schon so ein bisschen maßgeblicher in dem ganzen Markt. Da hatte ich ja geschrieben hier 791, das wäre so meine Wunschroute, ne? Dass er halt dann dahin läuft. Und dann halt von da runter. So, was hat er gestern gemacht, der Dow? Hat er irgendwie stundenlang rumgehangen und zum Schluss wurde das Ding hier in einem ordentlichen Squeeze gekauft, die ganze Nummer hier. So, und dann ist eigentlich nichts mehr passiert gestern, außer dass er die ganze Zeit da drin rumstanden, wir immer noch in dieser Ausbruchskerze da halt rumstehen. So, und Daily ist eigentlich auch nichts passiert, sehen wir jetzt zwar nicht, aber gab halt was? Sorry, ich lese hier gerade die Kommentare. Ich glaube zu hören, dass Dirk eifelmäßig klingt, ja, definitiv nicht. Ich glaube, da brauchst du mehr Kaffee als ich, Stefan. Also,
komme definitiv nicht aus der Eifel und behaupte auch keinen Eifel-Akzent zu haben. Okay, das aber nur am Rande. Also nochmal, wir stehen, also wie gesagt, ein Daily passiert ist nichts, aber wir stehen hier immer noch in dieser langen Kerze vom Ausbruch und die hat dann gestern irgendwie mal getestet und wieder getestet und ein bisschen gemein war halt hier die Schlusskerze vom DAO. Das ist fast ein Hanging Man, was wir hier halt sehen. Ne? Ich hoffe, man kann das erkennen. Und das heißt, ne, den letzten beißen die Hunde. Und von daher auch nicht weiter verwunderlich, dass danach ein Abwärtsgap kam und dass es erstmal halt nach unten reagiert. So, was das jetzt halt für heute Morgen bedeutet, gute Frage. Ne? Aber generell ist das hier erstmal nur seitwärts, mehr nicht. Und im DAX sehe ich das halt eigentlich ganz genauso. Aber, also das hier ist für mich so das Entscheidungsding, ne? Die 791. Sollten wir da wieder drunter schließen, als Beispiel mit einer Stundenkerze, und dann Rücklauf kriegen und dann geht es auch mal nochmal die Rolle rückwärts, weil alles, was wir hier gesehen haben seit Freitag, ist ohne Korrektur nach oben gelaufen. Ohne. Also hier morgens so das bisschen dann und dann halt irgendwie zack, zack, nur hoch, 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 nur Außenstäbe, Long im H1. Keine einzige Korrektur. Mal abgesehen von dem kleinen bisschen hier gestern zwischendurch, das war dann halt noch so ein Fake, wo ich auch gedacht habe, was wird das denn? Ich war natürlich hier da oben natürlich Short. So, und dann irgendwie gibt es einen Außenstab hier quasi, es ist kein echtes bärisches Engulfing, aber halt fast. Und dann wird das einfach zurückgekauft. Ne? Also das ist völliger Irrsinn, dieser Markt. Das heißt, deswegen das hier für mich ganz klar entscheidend, sobald wir da wieder drunter stehen, gibt es auch eine Chance für ein paar Punkte weiter runter und entsprechend sollte das auch Auswirkungen auf den DAX haben. Ich habe sowieso das Gefühl, der DAX dackelt da eigentlich nur hinterher in dieser ganzen Geschichte. Aber viel mehr passiert da halt nicht. Ne? Also auch von der Korrelation sieht man halt auch, ne, der DAX hat, als der Dow hier gestern den Squeeze gemacht hat, der DAX eben auch nochmal eingemacht. Dow hat kein neues Hoch gemacht. DAX hat kein neues Hoch gemacht, sondern einfach nur da oben nochmal dran gelaufen und dann wieder zurück auf Anfang. Also das ist halt schon ein bisschen arg seitwärts. Für meine Begriffe auch immer noch nicht long. Ich hätte zwar nicht vermutet, dass wir im DAO überhaupt die 30.000 nochmal sehen, aber haben wir, na gut. Und von daher, ja, kann es natürlich jetzt sein, dass es hier einfach nur so ein übles Hütchen ist über der 29.791, also quasi eine Verzögerung, weil ich hatte ja meinen Blog gestern geschrieben, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass wir hier scheitern an der 9.1, dann seitwärts laufen und dann halt heute runterfallen. So, jetzt sind wir da aber nicht gescheitert, sondern stehen so ein bisschen drüber. Von daher ist es jetzt nicht unbedingt einfacher dadurch. Im DAX, also wie gesagt, eigentlich das gleiche in Grün, hier auch mal ein bisschen über die Hochs drüber gesqueezed und dann doch wieder runtergefallen. Ne? Da kam halt einfach nichts mehr nach. Und infolgedessen würde ich mich da jetzt erstmal dran halten, bei dem, was wir haben. Und das ist allen voran halt die 141. Die jetzt hier als nächstes, also die 13141, die hier jetzt als nächstes mal mitspielt, beziehungsweise überhaupt ins Bild hineinspielt, wäre jetzt auch kurz unter der Future-Eröffnung, das heißt also auch kurz unter dem Gap, heißt, wenn wir da hinlaufen, würde ich erstmal shorten und danach mal gucken, ob wir da halt ein paar Punkte halt rauskriegen oder wenn nicht, ob er tatsächlich schaffen würde, hier das Gap zu schließen. Ich glaube noch nicht dran, aber man weiß es nicht und solange es seitwärts ist, bleibt auch wirklich nicht viel anderes übrig. Eben als das zu nehmen, was halt da ist und versuchen daraus halt in irgendeiner Form halt Kapital zu schlagen. Also jetzt ohne hier groß irgendwie die Reise halt in welche Richtung auch immer da halt irgendwie zu analysieren, orakeln, ist das glaube ich erstmal die wahrscheinlichere Variante, mit der man hier halt mal leben kann. Ne? Weil man sieht ja hier halt auch, also das ist jetzt hier der Stundenchart, wir setzen da unten irgendwo auf, ne? Also das heißt in dem Bereich, da haben wir halt irgendwo hier so eine Supportzone. Das ist zwar jetzt die falsche Farbe, aber ich glaube, man versteht ja, was ich meine. Ja, hier so ein bisschen, da halt diese Tiefs, da geht es halt nicht runter. Und dann muss man halt mal gucken auf der Oberseite, wo dann entsprechend dann halt die halt liegen. Und da klar hier oben, aber da muss man erstmal hin. Aber generell hier, spätestens hier geht es ja halt los bei der 170. Ne, auch einfach in Wellen betrachtet. Hier ein Tief, da das letzte korrektive Hoch. Hier halt auch nochmal so ein bisschen in dem Bereich.
Das heißt, könnte sein, dass wir halt da nochmal irgendwo reinlaufen Richtung Future-Eröffnung und dann halt wieder runter. Und dazu würde die 141 eigentlich ganz gut passen. So, und darauf will ich mich jetzt erstmal konzentrieren. Mal gucken, ob das kommt. Muss mal kurz hier mein Handy lautlos machen. Mal gucken, ob das kommt. Und dann halt mal sehen, ob das dann halt eben auch handelbar ist. Weil hier, ne, ich glaube, da stimmt mir auch jeder zu. Also, wenn jemand eine super Idee hat, bitte gerne her damit, gucke ich mir gerne mal an. Bei mir sehe ich da momentan tatsächlich auch nicht, ne? Außer dass wir halt hier wahrscheinlich schieben bis heute Nachmittag und dann halt mal gucken, was dann halt noch passiert. Und die Wohler, ob die halt jetzt hier arg groß wird, da steht auch so ein bisschen auf dem anderen Blatt. Ich glaube irgendwie nicht so wirklich dran, ne? Also hier wäre jetzt die 141, gut, wenn man die jetzt direkt so dick machen muss, steht auf dem anderen Blatt, aber so würde ich das halt mal irgendwie versuchen, ne? Dass man da, sich da oben halt irgendwo einskaliert. Und falls er halt hier überhaupt ein neues Hoch macht, und es kann natürlich halt eben auch sein, dass nicht mal das passiert. Also weiß ich jetzt halt nicht, ne? Sondern jetzt noch 3 Minuten bis zur Eröffnung. Und dann halt mal gucken, wie die erste Reaktion ausfällt. Und gegen die würde ich, glaube ich, auch relativ schnell dagegen halten. Also, wenn ich sage, ich würde, ne? Ich bin hier total verwirrt mit meinen 2 Kameras. Ich weiß nie, wohin ich gucken soll, aber hier bin ich. Das heißt, wenn ich sage, ich würde, heißt das nicht, ich würde an deiner Stelle oder an eurer Stelle, sondern ich für meinen Fall. Ne? Nur nochmal ganz wichtig. So, also bin ich mal gespannt, ob wir hier jetzt was kriegen. So, VPOC habe ich hier auch am Start, habe ich eigentlich übrigens immer. Das Tool vom Orkan. Und wenn man halt auch schon so ein bisschen sieht, was der Markt denn da überhaupt halt treiben will. Und beziehungsweise halt, was da halt wirklich ins Auge fällt, ist in letzter Zeit der VWAP halt als wirklich Punkt, der sehr, sehr gerne immer wieder angelaufen wird. Was kommt mit dem Alter? Ulrich, was kommt mit dem Alter? Bitte mal die Frechheiten etwas näher ausführen. So kann ich nichts damit anfangen. Ja, bin ich verschnupft? Ja, bestimmt Corona. So. Ja, dann schauen wir mal, ne? Also, 2 Minuten. Also, wenn ihr was raushauen wollt. Und dann bitte. Ach so, früh zu Bett. Morgens. Das nennt man präsenile Bettflucht. Wenn schon, denn schon, ne? Was? Meine Positionsgröße heute wirklich so groß? Ja. Es kommt immer darauf an, welches Konto ich handle. Manchmal mache ich die halt größer, manchmal kleiner. So, von daher aber, ne, auch das ist letzten Endes egal. Es geht ja nur darum, was man halt hier irgendwie an Punkten dann halt rausschneidet oder vernichtet, je nachdem, wie es läuft. Von daher spielt das ja nicht wirklich eine Rolle. So, aber hier haben wir jetzt zumindest erstmal, was man jetzt halt sieht, ne, so Impuls scheint irgendwie nach oben zu gehen erstmal. Und könnte sein, dass jetzt um 9 Uhr erstmal nach oben rennt. Noch 10 Sekunden. Und hier oben ist mir halt gestern auch aufgefallen, bei der 100 ein paar 60, ja, macht genau umgekehrt, auch gut. So, hier hätte, kann man überlegen, eigentlich könnte man jetzt hier auch das Ganze mal umgekehrt machen direkt. Ja, so, weil halt einfach hier halt auch nochmal Support ist an der Stelle und hier im Stundenchart einfach nochmal genau drauf aufgesetzt und kann man ja mal machen. Ja. Und raus. So, das waren schon mal die ersten 20 Punkte etwa. Das ist einfach gegen die erste Reaktion, das habe ich ja vorhin gesagt, die kann man eigentlich direkt mal dagegen halten und sollte eigentlich nicht wehtun, weil er sowieso halt nur seitwärts ist. Das war jetzt natürlich super schnell, weniger als 1 Minute. Und, aber. Ja, die Statistik hakt momentan leider so ein bisschen, ich weiß. Das nervt mich leider auch. So, wir sind aber hier rein.
bei 109, oben raus bei 109, ja, etwa 20 Punkte, ne, sollten das gewesen sein. So, das war garantiert zu schnell für alle und es hat bestimmt keiner mitgemacht. Das ist, freut mich natürlich nicht, aber andererseits erleichtert mich das manchmal auch. Aber war ja nicht so falsch, die Idee. So, jetzt würde ich halt hier mal gucken, ob wir da oben halt wirklich die 141, ob er da drüber schießt. Na komm, noch ein bisschen. Mal die mal ein bisschen weg. Natürlich jetzt hier auch erstmal dann gleiche Positionsgröße. Auch erstmal mit 5 Kontrakten. So, da sind wir erstmal drin. Ja, die 141, die ich gesagt habe. Aber was ich vorhin meinte, ne, so ein bisschen ins Auge gefallen ist, halt hier die 160. Deswegen würde ich da halt mal ein bisschen höher tatsächlich noch ansetzen auch. Und das auch im Zweifelsfall bis darauf skalieren. Das wäre halt auch hier oben fast ein Gap Close. Ich würde mal tippen, dass er das nicht auf Anhieb schafft. Kann sein, dass ich ihn da unterschätze. Deswegen wäre das halt hier halt auch eine skalierte Nummer. Und deswegen hier unten auch so ein bisschen vorsichtig. Also hier die 161. Die würde ich mir, das ist hier oben die gestrichelte, ist letzten Endes ist eine Trendgrenze und sieht man halt hier auch, ne, ist öfters halt mal genau daran halt gedreht und einfach getreu dem Motto, wo Widerstand war, wird Widerstand sein. Also was ich halt immer gerne mache, gerade irgendwie so bei einer Eröffnung, wenn es halt jetzt irgendwie nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht, lieber mal den Stop bisschen größer, zumal das Volumen halt auch ein anderes ist und dann halt eben gucken, wo ist das Maximum. Das ist für mich hier oben in dem Bereich. Ne, das würde auch bedeuten, kein neues Hoch und skaliere dann halt die Nummer bis dahin. Das heißt, ich würde dann halt hier dann halt einfach nochmal nachlegen und dann da oben natürlich rausfliegen. Ne? Klar. Also, das heißt, wenn wir da ein neues Hoch machen sollten, und das, also das Kassa-Gap als Beispiel schließen würde, da muss man jetzt nicht unbedingt dann halt noch irgendwie zugucken und warten, bis einem der Kaffee aus der Hand fällt. Da kann man aber erstmal sagen, ja gut, lassen wir mal und guckt dann halt lieber irgendwie später nochmal. Ne? So, jetzt war hier auch die Future-Eröffnung, das hatte ich ja halt auch gesagt. Die haben jetzt erstmal angelaufen, damit laufen wir hier halt auch in das Gap rein. Also wir haben ja über Nacht hier ein kleines Gap, da ist er jetzt erstmal, stößt er sich jetzt erstmal dran. Wenn das zu ist, muss man halt ein bisschen aufpassen. Also dann geht es wahrscheinlich auch noch eine Etage höher. So, aber das ist jetzt erstmal der erste Versuch, der erste Impuls dahin an die 141, die halt auch hier ja ganz nett mit reinspielt. Und mal gucken, ob wir da nicht nochmal Rücklauf kriegen, halt bis zum Anfang. Das war jetzt aber auch hier ein Stop von irgendwie, also bisher übertreten, kein Stop, sondern übertreten hier irgendwie 10 Punkte. Das ist ja auch, glaube ich, echt überschaubar. Das sieht hier nur alles so groß aus, weil ich das so groß skaliert habe. Ja, ne, 14 Punkte, okay. Passt doch. Also, das ist letzten Endes, ne, ist es halt wirklich oben Short, unten Long. Ausgehend davon, dass jetzt nicht sofort irgendwie halt sich das ganze Bild hier in irgendeine Richtung aufklärt, finde ich das erstmal legitim, auch wenn es halt jetzt irgendwie dann anders kommen sollte. Aber Range ist erstmal Range. Ja, jetzt hängt er hier so ein bisschen dran rum. Ja, das ist halt, wie gesagt, auch immer nur die Trades halt exemplarisch. Und ich hätte die wahrscheinlich schon ein bisschen größer gehandelt. Aber muss aber auch zugeben, dass halt hier gerade bei den Webinaren, weil ich mich da halt auch immer irgendwie nicht verzettle, das ist mit Sicherheit der falsche Begriff, aber weil es halt schon auch Konzentration erfordert, halt immer auch gleichzeitig irgendwie alles zu erklären, Fragen zu gucken und hier Knöpfe zu drücken, also nicht die Long- und Short-Knöpfe, sondern halt hier von Kamera, Bildschirm und so weiter, dass ich da auch manchmal halt ein bisschen langsam bin, deswegen. Wenn ich wie hier jetzt unter permanenter Beobachtung stehe, bin ich dann lieber mal ein bisschen zurückhaltender.
Und der Seis. Ach, guck mal, der Jan ist es auch wieder da. Morgen. Von der Seis. Und ich habe das letzte irgendwie auch dann bei dem BOT Live Trading dann halt irgendwie auch gemerkt, sobald dann halt irgendwie es dann heißt, ja, hier, ne, lass uns mal gucken, der Dirk, der hat ja hier wieder irgendwie. Und wenn ich dann halt mitten im Trade bin, wo ich dann halt, keine Ahnung, mit 40, 50 Kontrakten da halt unterwegs bin, da werde ich dann schon mal ein bisschen, also ich will nicht sagen nervös, aber halt, da merkt man halt, dass die Konzentration eben halt da so ein bisschen dann halt auch nachlässt, ne? Und dass man dann halt so ein bisschen auch schnell mal überfordert ist. So, und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ups, das meinte ich halt, ne? Ich bin einfach zu langsam hier. Ob der wird jetzt nochmal runterkommen, wie gesagt, runter bis zur Öffnung wäre natürlich schick. Würde zumindest dann halt auch erstmal das Seitwärtsgeschrabbel bestätigen. So, 9:07 Uhr. Ja, so richtig will er auch nicht, ne? Irgendwie so 5 Punkte bisher. Ich würde halt hier jetzt einfach den E-Trail anwerfen, wenn er das halt macht. Wenn er es machen sollte, besser gesagt. Der will da unbedingt irgendwie nach oben raus. Wie ich das sehe, aber es dann schafft, steht natürlich auch auf dem anderen Blatt. Theoretisch könnte man das hier jetzt schon wieder sagen, ja gut, dann drehen wir das Ding dort, ne? Wäre tatsächlich auch schon wieder möglich. So, ich bin übrigens im 5-Minuten-Chart, wie man sieht. Eigentlich bin ich halt da im DAU am liebsten mittlerweile unterwegs und nicht mehr unbedingt auf Minute. Die Minute finde ich teilweise echt ein bisschen zappelig. Und man neigt immer dazu, irgendwie da halt Kerzen, Formeln und so weiter zu beurteilen. Und was im M1 eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Also wenn da irgendwas überhaupt Sinn macht, dann ist es wirklich ein Umkehr. Kerzchen, aber mehr halt auch nicht. Und aber M5 ist da halt eigentlich schon, also im DAU, wie gesagt, im DAX jetzt nicht unbedingt, aber im DAU ist das schon mal irgendwie so der erste, mit dem man so ein bisschen was anfangen kann. Zwar keine Entscheidungen treffen, aber man sieht zumindest die Tendenz so ein bisschen besser. So. Ja, genau, jetzt hängt, Timo sagt es gerade, jetzt hängt das Kästchen der Position richtig. Das hatten wir gestern im Helpdesk. Ich krieg's aber nicht reproduziert. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also sieht fast so aus, als würde der einmal drüber knattern wollen. Und dann halt nochmal runter. Also. Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden, bis das Ding hier auflöst. Ich würde jetzt hier wirklich Folgendes machen. Ich würde den jetzt einfach hier mit null rausnehmen, weil der hat mir noch ein bisschen viel Druck nach oben. Und von daher kann es halt jetzt sein, dass der erstmal nochmal nach oben spritzt. Wenn nicht, dann mache ich hier den ursprünglichen Plan, falls er nach unten jetzt einmal drücken sollte. Und dann schmeiße ich hier den TI rein. TI ist dieser Scalping-Trail, den wir hier haben. Aber es zackert mir so ein bisschen viel hier, ne? Also an der Stelle, ne, beim Scalping finde ich es dann halt auch legitim, dann zu sagen, okay, ich sichere lieber mal Break-Even, wenn ich halt sehe, wie hier jetzt. Er will halt nicht, ne? Also, was soll da dann? So, entweder gehen wir hier jetzt halt dann drunter oder halt eben nicht. Zweifelsfall sind dann halt hier 2 Punkte plus. Aber ne, sieht so aus, als würde er nochmal in die 4-1 und dann weiß der Kuckuck. Wie gesagt, ist natürlich halt jetzt auch hier so ein bisschen Glücksspiel ja schon fast. Gehen wir nochmal da hoch oder gehen wir runter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sehe nur, dass er halt nicht wirklich runter will. Und von daher, warum soll ich da jetzt irgendwie großartig warten? Oh. So. Hätte ja sein, also ne, die Idee war ja halt, dass wir einmal nochmal auf die Eröffnung drücken und dann halt vielleicht nochmal hoch. Aber das,
So ist halt seitwärts, ne? Also was mich jetzt so ein bisschen gestört hat, war hier einfach, dass er halt hier, das sieht man ja, hier 4 Punkte rauf und runter. So, auch wenn er es jetzt dann halt macht, so what, ne? Der erste ist ja im Kasten. Und wie gesagt, was jetzt halt eigentlich plausibel wäre, wäre ein Rücklauf zum POC, ne, zum Point of Control hier unten auf die 120. Und dann schieben wir noch ein Stückchen weiter seitwärts. Ne? Aber auch hier macht er jetzt irgendwie gerade das. Hat er echt hier Probleme, da halt mal irgendwie 5 Punkte am Stück zu laufen. Und das ist so ein bisschen nervig. Schön wäre natürlich echt einmal so ein Spike da oben drüber auf die 160 und da oben halt ein Fill kurz vom Kassa Gap. Ne? Also hier oben ist ja halt Kassaschluss von gestern. Und da hätte ich jetzt auch nichts dagegen, ne, da einmal abgeholt zu werden. Ansonsten würde ich halt mich hier unten an den Supports weiter anschließen. Das heißt, es drückt ja nach oben. Erstmal, auch wenn er jetzt hier über die 141, wie erwartet, auch nicht drüber gekommen ist, aber es drückt nach oben. Und da kann es halt immer wieder mal dann so, also für den DAO ist es eigentlich eher typischer, dass der Markt dann halt in so einer kleinen Range, wie er sie jetzt halt hier bildet, dann einen Dip nach unten macht, also nochmal Anlauf nimmt und dann halt eben nochmal hochläuft. So, ohne dass man da jetzt halt irgendwie ableitet, schafft er oder schafft er nicht, egal. Aber kann man handeln, ne? Also ich würde mich jetzt hier nicht unbedingt großartig short dagegen stellen, auch wenn jetzt die 141 erstmal halt hier hält. Aber wie gesagt, hier unten hält es halt auch, ne? Und von daher kann man das schon so machen. Würde ich mal behaupten. So, was sagt denn der Kollege hier? Gar nichts, sagt der Kollege. Und hier mal umschalten. Richtig. So. Gucken, mit dem irgendwas anfangen können. Aber so wie es aussieht, auch erstmal nicht. Und der schwebt hier halt auch nur rum, ne? Also in genau dem Bereich halt auch. Mal kurz unten aufgesetzt, kein neues Tief. Versucht es auch auf der Oberseite, hat jetzt auch natürlich so, also der DAO hier, ne, so ein bisschen Motivation, da halt entsprechend Richtung Future Open da halt zu ziehen. Klar, es ist halt auch der erste Moment, wo überhaupt mal hier vernünftiges Volumen überhaupt wieder in den Markt kommt. Und was der Overnight halt jetzt nicht so unbedingt der Fall ist, beziehungsweise halt auch heute Nacht nicht war. Und von daher macht das schon Sinn. Aber der ist hier, ich finde den so ein bisschen schwerer zu greifen hier oben in dem Bereich, weil der halt da insgesamt noch nicht genug gelaufen ist, auch wenn wir halt hier seitwärts haben. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie eine Limit setzen sollte, großes Fragezeichen. Ne? Also vielleicht, das wäre dann halt ganz schönes Rätselraten. Ne? Dann vielleicht hier irgendwie an der FIBO halt vom Vortag. Aber ganz ehrlich, nur weil da eine FIBO ist, dann müsst ihr schon mal irgendwie genauer gucken. Also man dann halt hier irgendwie sieht, da haben wir halt so ein Cluster. Ja, also hier was halt lang, also eine Range eigentlich nach diesem, wie heißt es, nach dem Squeeze, den er gestern halt da hochgemacht hat, die Range, bevor es dann halt runterging. Das heißt, von dem her, gehen wir mal auf den M5, da sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Von dem her sieht man da halt schon so ein bisschen mehr. Ja, das heißt, also fängt also hier in dem Bereich irgendwo an. Und ich wollte das hier immer mal einstellen, dass man halt. Na, was war? MetaTrader 4 habe ich es ja schon mal geschafft, das da oben dazu zu bauen. Aber hier irgendwie noch nicht. Ja, aber hier fängt dann so generell halt der Widerstandsbereich an. So, das deckt sich dann halt schon jetzt. Ne? Sieht man. Mit der FIBO. Von daher würde das tatsächlich sogar Sinn machen an der Stelle. Würde auch kein neues Hoch dann hier machen dürfen. Also hier ist halt ja dann so der so also ein bisschen dicker. Dass man ein bisschen besser sieht. Hier sind so im M5 jetzt zumindest mal betrachtet, da haben wir auch noch so ein kleines Gap. Da bei der
953. Oh, das war ja halt dieser Overnight-Squeeze, den wir da halt hatten. So, und da ist halt auch nochmal so ein Mini-Gap. Hier oben ist halt entsprechend das größere Gap. Ja, kann ich auch mal kurz einzeichnen. Wo sind wir? So, da ist, ja, was man sieht, das ist auf jeden Fall das Gap, auf das er bestimmt noch irgendwann heute Lust hat. Und was er wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres schließen wird, aber wenn er halt irgendwie Tempo aufnimmt in die Richtung und dann sollte man das da oben auf dem Schirm haben und hier dazwischen eigentlich eher die Finger weglassen. Also zumindest mal halt hier, wenn die 953 halt irgendwie erstmal kommen, kann es halt passieren, dass er natürlich oben durchballert und dann reicht womöglich auch das Gap nicht, sondern dann könnte es schon sein, dass er einmal eine Runde drüber fliegt. Ne? Und deswegen würde ich halt eher dann hier tiefer ansetzen, tatsächlich dann halt hier in dem Bereich bei der Vortagesfibo unterhalb von dem Widerstand. Also wenn halt irgendwo und dann halt hier. So. Also wie man gerade gesehen hat, ne, da oben ist der VWAP rumgeschwirrt. Manchmal muss man Refresh drücken und dann sieht es wieder normal aus. Aber der Timo ist ja dabei. Der hat im Zweifelsfall kann der das regeln. Okay. So, machen wir mal zurück zum DAX, der auch noch irgendwie nichts gerissen hat hier. Daddelt hier immer noch an der 141 rum. Ach je. Also wie gesagt, kommt da nochmal runter, würde ich mir den hier nochmal schnappen am Point of Control. Auch deswegen, ne, weil hier oben wird es halt ja dünn, wie man sieht. Ne? Also passiert halt irgendwie auch gerade nicht mehr viel in Sachen Volumen. Also wäre jetzt halt einfach nur plausibel, mal dahin zu laufen, wo das Volumen ein bisschen größer war. Das wäre dann halt hier auch gleichzeitig ein Dip auf das kleine Cluster, was er da halt gebildet hat. Und von dort aus dann halt das Ganze nochmal versuchen. So, mehr fällt mir da ehrlich gesagt irgendwie auch nicht ein. Ich glaube, der Timo, schön hier bleiben, ne? Und nicht, ich bin dann mal weg. Also, ist nicht, ne? Mitgehangen, mitgefangen. Kennst du ja. Okay. Boah, ich hänge hier schon wieder im Stuhl. Das ist aber auch früh, ne? Das ist immer so. Ich denke, da kannst du eigentlich auch noch im Bett liegen bleiben. Deswegen rutsche ich morgens im Stuhl immer tiefer als bei den anderen Webinaren, glaube ich. Okay, und DAO kann man ja. Ne, lass ich nicht immer machen. Moment, so. Ich gehe mal auf den 15-Minuten-Chart. Ich denke mal, der H1 ist klar, worum es da hier geht. Ne? Das ist ohnehin immer so meine Entscheidungspunkte halt eigentlich so ein bisschen mehr. Ne? So, guck mal, jetzt macht das halt. Jetzt kommt hier einmal zurück zur Eröffnung. So, gucken wir mal, was der M15 uns mitzuteilen hat. Auch nichts. Hier ein paar lustige Emmas am Start. Das ist schön. Die EMA-Freunde sind ja auch schon da, habe ich gesehen. So, was? Der Heiko. Also, Moment. Da, wo der DAX um 17:30 steht, muss nicht zwingend der Schlusskurs vom X-DAX liegen. X-DAX, ja, weiß ich. Also, der Heiko Behrendt meint gerade, ne, dass halt da nicht unbedingt das Kassa-Gap ist. Das liegt daran, dass halt die, also jetzt sind wir hier am POC. Da sind wir am POC. So, den nehmen wir uns jetzt mal. Nicht wir, ich nehme mir den jetzt mal. Das liegt daran, dass nämlich der, ist natürlich schon schön sauber hier oben, ne, ab der M15, ab der 141. Das liegt daran, weil halt nämlich die Nachauktion entsprechend nach 17:30 halt noch stattfindet im DAX. Und deswegen ist der offizielle Kassaschluss, der variiert, glaube ich, irgendwo so zwischen irgendwas 17:30 und 17:40 Uhr. Und oder ist irgendwie um 17:38, 17:40 wird eigentlich dann erst die Kasse wirklich dicht gemacht und dann halt der Schlusskurs dann halt entsprechend festgelegt. Und deswegen hat der Heiko da absolut recht, wenn er sagt, da oben, nur weil da halt die Linie ist von 17:30, heißt das nicht, dass dort dann halt eben auch Kassaschluss gewesen ist.
ich habe trotzdem aber halt beobachtet, dass halt dieser Punkt wirklich dann dennoch am liebsten irgendwie angelaufen wird, diese 17:30. Das liegt vielleicht einfach daran, weil natürlich halt auch irgendwie Algos, die jetzt zum Beispiel dann eben aufsetzt beim letzten Endes am Kassamarkt halt entsprechend halt auch handeln, wovon ich eh behaupte, dass die ganzen Algos nicht im Future, sondern im Kassa halt orientiert sind. Natürlich nicht handeln, das ist klar. Weil dafür ja diese ganzen Linien ja viel zu genau laufen. Ne? Also würden die zum Beispiel im Future bestimmt werden, da wären die ja nicht über Jahre hinweg immer die gleichen, ne? Oder über Monate, sondern dann würde es ja ständig schwanken. Und deswegen kann es eigentlich nur so sein, aber egal. Und was ich halt einfach vermute, ist, dass ja, da halt einfach vielleicht ein paar Algorithmen eben auch drauf gepolt sind und dass das damit zusammenhängt, dass halt eben die 17:30 Marke ganz gut funktioniert. Ach, ja. So, also, jetzt hängen wir hier am POC. Da passiert irgendwie auch noch nichts. Aber vielleicht kommt da nochmal der VWAP. Ja, also unten Long, oben Short. Und einfach mal gucken, ob da die Tendenz jetzt noch so ein bisschen bestehen bleibt oder nicht. Im Zweifelsfall nimmt man dann halt hier und da mal 5 Punkte mit. Und was jetzt hier einfach so ein bisschen nervt, und deswegen mag ich die Dinger nicht, das ist halt dieser EMA, ne, weil schließt jetzt erstmal drunter, also hat jetzt erstmal die 5 Minuten drunter geschlossen, und aber auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass dem Markt eigentlich der EMA da ziemlich egal ist, sondern einfach nur zum POC wollte. Und das ist einfach so das nächste plausible Ziel halt war. So, da sind wir doch wieder. So, schmeißen wir gleich mal den TI hinterher. Kriegen wir hier noch ein paar Punkte. Zack. Und gut. So, ne, weil das halt einfach, das war jetzt halt plausibel, weil wenn da oben halt die Luft ausgeht und wir hängen am Widerstand, dann ist es einfach nur normal, dass er erstmal dorthin läuft, wo Volumen halt ist. So, ob der jetzt, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, da oben drüber läuft, weiß ich nicht. Das ist eigentlich so Heikos Markt hier, ne? So, unten Long, oben Short, seitwärts. Schnell hier und da ein paar Punkte, hier 5, 6, da 10 und skalieren in die Richtung, in die Druckrichtung sozusagen und nicht wissen, gehen wir irgendwo drüber oder halt nicht. Oder Heiko, los, sag was. Also man kann sowas halt handeln, ne? Heiko ist irgendwie, hat sich verschluckt oder so. Also kann man handeln, ne? Es muss nicht immer zwingend halt irgendwo eine Richtung sein, eine große Richtung, die halt irgendwie um 9 Uhr halt irgendwie entsteht. Aber manchmal kann man ja halt auch so ein bisschen erkennen schon, dass es halt, ob jetzt irgendein Markt eher seitwärts ist oder halt irgendwie Richtung Ausbruch tendiert. Ja. Von daher, und für mich sah das jetzt erstmal seitwärts aus, von daher legitim. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der jetzt hier drüber läuft oder nicht. Wenn er es macht, würde ich mir kurzerhand dann oben den nächsten Punkt dann halt suchen. Und deswegen halt auch hier relativ schnell jetzt eben der Trail, ne? Weil ich ja keine Ahnung habe, ob wir jetzt wirklich schaffen, da oben durchzulaufen, nur weil er jetzt hier Schwung geholt hat. Keine Ahnung, ne? Kann sein. Kann sein, nicht. Kann sein, dass wir wieder runterlaufen, nochmal tiefer ansetzen. Deswegen in so einem Seitwärtsding ist es dann halt, glaube ich, dann auch wichtig, dass man halt auch relativ schnell immer wieder mitnimmt und nicht darauf wartet, ob jetzt irgendwie eine Range auflöst. Ne? Wer jetzt als Beispiel hier oben long gegangen ist, zum Beispiel hier über diesem, hier sieht man es ja auch, ne? Hier über diesem Widerstand, wer da gesagt hat, boah, darüber gehe ich per Stop long. Ja, ne, da kam nicht so wahnsinnig weit, ne, irgendwie 15 Punkte und dann halt ging es nochmal irgendwie 20 runter. Kann man so nicht wirklich handeln. Ich meine, kann man machen, ne, aber dann muss man ja halt dann wirklich drauf orakeln nach dem Motto, ja, jetzt, der macht das jetzt bestimmt. Und aus eigener Erfahrung weiß ich immer, wenn man irgendwie sagt, der macht das jetzt bestimmt, macht er garantiert das Gegenteil. Und zum Schluss ärgert man sich,
dass man halt irgendwie nicht doch schon irgendwo was mitgenommen hat. So, mal gucken, was der hier uns was Neues zu erzählen hat, auch noch nicht, ne? Dümpelt auch erstmal rum. Ich lasse die da oben mal liegen. Können wir vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer ansetzen. Da ist das Value Area High vom Vortag knapp hier drüber. Würde wahrscheinlich sogar fast mehr Sinn machen. So, das wäre die Intraday-Fibo gepaart mit dem Value Area High. Bleh. Value Area High. Ich sollte, glaube ich, mal irgendwie Wasser trinken, statt Kaffee die ganze Zeit. Du kommst doch aus der Eifel. Ja, genau. Ja. Ja. Fibo. So, kann man handeln. Nein, also, wir haben hier das Value Area High. Gepaart, also vom Vortag gepaart mit der Intraday Fibo, das Ganze hier unter diesem Cluster, das ist für mich schon ein Short. Also da will ich auch nicht genau drauf an, sondern versuchen da irgendwie halt, wenn er da reinstößt, auch wenn das jetzt hier nur ganz knapp über den Highs ist, immer so ein bisschen risky, kannst natürlich auch schnell mal halt irgendwie ein bisschen drüber knattern, aber da hätte ich jetzt überhaupt gar keine Schmerzen damit, da oben das zu handeln. Und so oder so würde ich das dann halt auch dann halt eher wirklich nochmal halt hier skalieren, bis irgendwie knapp dahin. Ja, als Beispiel dann halt irgendwie so. Und dann nochmal sehen, was er damit halt veranstalten will. Aber kann man, glaube ich, so machen. Was? Moselfränkisch kann der Dirk nicht. Nein, da hast du recht. Warum handelst du keinen NQ Nasdaq, wenn ich fragen darf? Das frage ich mich auch, Sebastian. Keine Ahnung. Ich habe das. Das ist irgendwie Macht der Gewohnheit. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, mir den Nasdaq mal irgendwie anzugucken. Und weil ich schon irgendwie auf den ersten Blick den Eindruck habe, dass der sich mit meinem Handelsansatz gut vereinbaren lässt. Aber ich müsste es mir wirklich genau angucken. Und das Problem ist natürlich, da fehlt halt so die Erfahrung, ne, um das wirklich einschätzen zu können. Und das kann ich im DAO, jetzt mal abgesehen von gestern, ein bisschen besser und im DAX. So. Ja, danke, Christoph, für das Feedback. Ja, ist halt, ne, man kann halt immer irgendwie so von die klassischen Herangehensweisen, ne, irgendwie Formation und so weiter und so fort. Es gibt Situationen, da funktioniert das. Und es gibt ja auch einige Leute, die das gut können. Der Thorsten Helbig zum Beispiel ist so einer, der hat das mit den Formationen ganz gut drauf. Mein Ding ist es nicht so. Ich erkenne wohl halt irgendwie, wenn eine dann halt sich aufgelöst hat, natürlich auch, ne? Aber ist jetzt trotzdem nicht so unbedingt meine Baustelle, was ich handle. Deswegen ich arbeite halt immer rein vertikal, also von jetzt irgendwie Widerständen, Supports und so weiter, die sich bieten und dann halt eben gepaart mit so einer Betrachtung, wie wir es jetzt hier gerade hatten, ne? Dass ich halt sehe, hier oben wird es dünn, passiert halt nichts mehr. Wir haben hier halt auch einen Widerstand und da ist es nur normal, dass der Markt dann halt entsprechend nochmal dorthin läuft, wo dann halt was los war, ne? So, was ist klein, Lutz? Was hast du gemeint? Er kann nicht sehen, wo du deine, welche Preise du deine Shorts hast. Wo Das ist die. Absicht, Lutz. Lutz, du sollst selber gucken, selber ermitteln, selber rausfinden, wo ich bin. So, Sebastian. Ja. Hat den Ansatz übernommen, ist doch cool. Und es funktioniert. Ich sage, es ist oft krass, wie auch der. Ja, cool. Manuel.
Also ich muss mir das wirklich auch mal angucken, ne? So, der Robert, Matt, du verwirrst mich. DAO und Nasdaq, was heißt für dich genau ansehen? Ja, ich muss mir halt, ich habe mir zum Beispiel, ich meine, ich habe ja einen Handelsansatz, ne, der primär darauf beruht, dass halt, also auf dem Paritätsumkehrprinzip, ne, also letzten Endes halt rein Support und Resistance vertikal betrachtet, wird ein zum Beispiel Widerstand gekauft und dann ist er anschließend halt ein Support. So, das ist ja so das grundlegende Ding, das ja, glaube ich, irgendwie gefühlt allen Webinaren von mir erklärt wurde. Und wenn ich mir da aber zum Beispiel halt mal WTI angucke als Öl, funktioniert überhaupt nicht. Ja, also das ist mir ein Rätsel, wie Öl funktioniert. Also da gibt es halt natürlich dann halt andere Händler, die das sind darauf spezialisiert, die machen aber sonst auch mehr oder weniger so gut wie nichts. Zumindest mein Eindruck. Macht aber auch Sinn, weil Öl irgendwie zum Beispiel komplett anders zu laufen scheint. Und ich habe mir halt vor diesem Hintergrund eben den Nasdaq halt angeguckt und haben, also Pi mal Daumen, ne, einfach mal so über, ja, immer wieder mal, ja, so ein paar Stunden halt angeguckt und überlegt und dann halt auf so versucht, das mal einzuschätzen, könnte das klappen, könnte nicht klappen. Und von dem her, das ist damit gemeint, ist es schon so, dass ich halt sage, ja, das müsste eigentlich funktionieren. Aber halt, um es wirklich genau einschätzen zu können, müsste ich das ja halt dann auch irgendwie mal, zumindest mal irgendwie 4 Wochen oder so, halt mal ganz genau dann halt irgendwie beäugen und den halt dann auch jeden Tag dann halt auch mit hier in meine Betrachtung halt einfließen lassen. Und dann könnte ich da halt eher was dazu sagen, ne? Aber so weiß ich halt nicht, ne? Das ist, wie gesagt, kann sein. Es kann sein. Der Bernd schreibt, du machst das jetzt mit dem Mini-DAX Future, geht das auch genauso gut mit dem CFD-DAX? Also, ich bin hier im CFD-DAX, ne? Und nur um das nochmal zu erklären, immer wieder, ich habe hier ein Orderbuch und das ist auch vom Future, ne? Und das ist halt hier im StereoTrader ist das gemappt. Das heißt, ich handle hier den CFD, skaliere mir den so, wie ich das haben will, und mappe den Future dahinter. Das heißt, ich sehe das Volumen vom Future umgerechnet auf CFD. Und man sieht ja auch hier zum Beispiel, dass der Spread nicht immer genau an der richtigen Stelle ist, ne? Eigentlich müsste ja hier das Orderbuch, ne? Da ist ja halt der Spread. Ich hoffe, man kann das erkennen. Jetzt stimmt es gerade, ne? Und das liegt halt daran, weil natürlich halt, weil es ein schneller Durchschnitt ist, der hier gebildet wird, ne? Das heißt, der weicht dann auch schon mal irgendwie einen Punkt ab von Sekunde zu Sekunde. Mehr eigentlich aber nicht. Und weil natürlich halt der Kassamarkt minimal anders taktet als halt eben der Future. Und deswegen liegt der schon mal ein bisschen drüber oder drunter. Und aber trotzdem sieht man halt, ne, das Orderbuch hier, deswegen habe ich das ja halt auch drin, um dann halt zu sehen, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein Squeeze, Ausbruch oder weiß der Kuckuck irgendwas startet, um zu sehen, ob dann halt als Beispiel eine Eisberg-Order oder sowas halt dahinter mitläuft. Und das ist ja eigentlich so der Hauptgrund von der ganzen Geschichte. So, jetzt muss ich nur gucken, dass halt hier der, ja genau, jetzt brauche ich unbedingt da oben diese Meldung, das ist ganz wichtig. Wo war ich jetzt gerade? Genau, hier wollte ich gucken. Okay, das sieht doch gar nicht so doof aus. Lassen wir den mal da liegen, wo er liegt. Ne, aber wie gesagt, das ist hier, das ist gemappt, aber es ist de facto CFD. Ne, Bernd, also man kann das halt einstellen. Zeigt es nochmal gerade hier: StereoTrader Setup. Und dort geht man halt auf Symbol und wählt dann halt hier unten bei Volumenquelle. Ne, habe ich halt hier den FDAX ausgewählt. Und deswegen ist das in der Form dann halt auch machbar. Es ist nicht der Future. Ich mag irgendwie, keine Ahnung, das ist der Riesenvorteil ist halt, wenn der Markt illiquide ist, dass ich halt einen CFD dann halt leider doch den besseren Fill bekomme. Und das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass ich halt skalieren kann, wie ich lustig bin, ne? Also irgendwie, ich kann ja, ich habe jetzt hier als Beispiel, oben sind 5 Kontrakte, das wäre dann halt ein Mini-CFD, ein Mini-Future. Ich kann aber dann genauso gut sagen, ja, 12,5, ja, wenn das zu meinem Konto halt
besser passt. Ach, guck mal, schick. Wenn das zu meinem Konto besser passt oder halt, was weiß ich, 22,5 und kann das Zeug dann halt eben auflösen, wie es dann halt auch braucht. Und deswegen finde ich es so ein bisschen angenehmer. Aber man muss natürlich dafür auch, was hat der Heiko hier gerade eingewandt, richtigerweise, man muss dafür natürlich ein Konto haben, was halt eben auch, wo die Futures freigeschaltet sind, ja. Und damit man das halt machen kann, ne? Das heißt, man muss die abonnieren. Das kostet irgendwie ein paar Euro. Aber ich glaube dann irgendwie doch nicht. Das kann der Nelson ja irgendwie nochmal vielleicht gleich kurz erklären. Und dann kann man das halt entsprechend auch so anwenden. Aber die muss man natürlich dann halt schon haben. Die Futures. Ja, das ist ja doof, ne? Da oben. Verdammt. Hätte ich hier gleich nochmal machen können. Na gut, da war ich jetzt zu langsam. Da habe ich ein bisschen zu sehr auf das Hoch da oben gewartet, so wie es aussieht. Also auf die 160. Aber okay. Was soll's? So, bin mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Wahrscheinlich jetzt irgendwie unten nochmal der VWAP. Nochmal ein Antesten von den Tiefs. Oder halt eben läuft doch nochmal zurück. Das ist halt dieses typische Seitwärtsgeschrabbel. Jetzt fühlen sich die. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht lästere. Die EMA-Händler bestätigt. Danke, Support weiß, ist persönlich. Was? Ist an mich gerichtet. Ah, okay. Dachte an mich. Der VWAP ist ja nur im MT5. Nee, stopp. Der VWAP gehört zum Add-on vom Orkan, also vom Orkan Kuyas. Und da kommt der her, der VWAP. Dafür brauche ich auch kein Future-Konto, weil das VPOC, das ist hier nur nochmal so die finale Ergänzung eigentlich dazu. Weil das VPOC-Add-on das berechnet, also das, was wir halt hier sehen, ne? Hier den Point of Control, also dort, wo das höchste Volumen war, den VWAP, die Value Area und so weiter. Das berechnet das VPOC, beziehungsweise der Server vom VPOC, weil das VPOC greift auf den Server zurück, den wir dafür bereitgestellt haben. Und dort wird entsprechend das Volumen basiert auf Future berechnet und an das VPOC Add-on weitergeschickt. Ne? Das heißt, da kann ich sowieso im CFD-Bereich entsprechend halt den Future beziehungsweise das Volumen vom Future abbilden. Was ich dort aber nicht kann, ist das Orderbuch, wie ich es halt hier habe, abbilden und das Mapping. Das hat damit nichts zu tun, ne? Aber generell geht das natürlich auch in die gleiche Richtung. Das heißt, auch da kann ich dann halt CFD mir in den Chart holen und kann mir dann halt entsprechend das Volumen vom Future, abgesehen vom Orderbuch, auch in den Chart beamen und zwar inklusive VWAP. Ne? Wie hast du den VWAP von der Zeit eingestellt? Also das spielt eigentlich noch gar nicht mal so eine große Rolle, was hier eingestellt ist beim VWAP mit der Zeit, weil es nämlich halt so oder so durchgehend für die ganze Future-Zeit berechnet wird. Das ist eigentlich nur die Darstellungszeit. Ne? Hier steht es irgendwie 2:15 Uhr. Und das beeinflusst eigentlich eher meine Darstellung, ne? Also hier diese Geschichte, ne? Also wann es halt hier losgeht, ja? Und wo das halt anfängt zu zeichnen halt quasi, damit ich so ein bisschen besser das Ganze abgrenzen kann, die einzelnen Tage halt untereinander. Ach, was ist denn da los? Mann, Mann, Mann. Das ist irgendwie so ein bisschen ordentlich hin und her geschrabbel, die ganze Nummer hier. So, jetzt machen wir hier. Ach, das ist natürlich echt. Ja, ich hätte halt echt gedacht, ne, wir laufen halt nochmal irgendwie bis ganz da oben hin, aber das war ja schon. Für den DAX war mir das zu sauber. Also ich einfach mal keine neuen Hochs zu machen, da bin erstaunt. Aber ich muss halt schon sagen, in den letzten Tagen läuft er eigentlich insgesamt sehr sauber. Fällt mir halt auf.
Also ich habe den auch immer wieder zwischendurch mal gehandelt und da ging irgendwie so gut wie alles auf. Das war schon ein bisschen erstaunlich. Normalerweise traue ich dem das ja schon gar nicht mehr zu. Ne, auch hier, als man nur die 1-4-1 gehandelt hat mit einem Stop irgendwie von 15 Punkten, gar kein Thema. Aber es ist auch halt auch keine Strecke hier, ne, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Also hier so eine Eröffnung mit irgendwie, was haben wir, 40 Punkten da in so einem Markt, der so viel Wohle hat wie momentan gerade, ist das schon ein bisschen traurig auch. Das könnte natürlich schon ein bisschen mehr sein. Entsprechend kann es natürlich auch sein, dass jetzt hier irgendwie erstmal gar nichts mehr geht. Jetzt auch hier im Webinar, würde ich mal fast vermuten. Ja, weil erstmal stehen wir jetzt halt hier unter der Eröffnung. Und wenn es da jetzt mal einen Rücklauf gäbe, dahin, hier oben, ne, in dem Bereich, den würde ich dann halt auch handeln. Short, ne, da wo die letzten Supports da oben eben gewesen sind. Da würde ich mich dann halt auch versuchen, Short anzuschließen. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich jetzt gar nicht, ob wir da halt noch abgeholt werden. Auf der Unterseite jetzt mal ein bisschen Vorsicht, weil da kann es jetzt natürlich schon sein, dass da halt, ich stehe noch jetzt unter dem VRL erstmal, da kann es halt schon sein, dass da jetzt halt einer mal so ein bisschen kräftiger drauf drückt und hier tiefer ansetzen. Und da wäre halt wirklich dann eigentlich plausibel, oder was heißt plausibel? Nicht unplausibel, besser gesagt, hier unten. Unter der 13.100, 13.080 halt dieses Low. Und das halt mal zu testen, ist zwar von letzter Nacht, ne, aber ist natürlich halt so Spike da unten, das kann schon Sinn machen. Ne? Aber von der Uhrzeit her auch nicht ganz ohne, weil wenn natürlich die Stunde tatsächlich auflösen will und hier eine Richtung irgendwie vorgeben will, kann es natürlich auch sein, dass wir da unten durch klatschen. Möglich, ne? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob da jetzt einer mit einem nervösen Finger irgendwo sitzt und nur darauf wartet, uns alle rauszuwerfen. So. So, weiß noch einer was? Ach, der Heiko. Ja, schön. Ja, Heiko, wünsche dir auch. Danke, dass du dabei warst. Der Heiko macht das ja übrigens in seinen Webinaren halt auch hier bei FX Flat mit dem Future regelmäßig und erklärt, wie man den Future mit dem Stereo Trader handelt. Und da gerne mal irgendwie gucken, wann der nächste Termin ist. Und der Nelson kann euch das bestimmt sagen. Finde ich halt auch immer hochinteressant. Und Heiko erklärt das hundertmal besser, als ich es je könnte. Dezember 16. 16. Dezember, so lange erst wieder. Also erst kurz vor Weihnachten. Wir Aber hatten gut, dann. letzte Woche das Webinar zusammen. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Aber es ist ja dann halt, ja, kurz vor Weihnachten, ne? Dann strengt Heiko sich bestimmt besonders an und dann. Ja, vielleicht gibt es ein Weihnachtsgeschenk von Heiko Wollte dann. ich gerade sagen, das sind die Weihnachtsgeschenke finanziert. Aber das klingt ja schon wieder wie Empfehlung zum Nachmachen, was natürlich nicht der Fall ist. So, ach, du ahnst es nicht. So, mein Gott, komm, dann hol mich doch mal ab, damit wir hier noch so ein paar Punkte nach unten kriegen. Hier so. Uch, so ist jetzt der Bock gewandert. Okay, gar nicht mitbekommen. Kann man so ein bisschen höher. Noch einmal so tun, als würde es wieder hochgehen und dann runter. Das wäre doch auch mal ganz nett. So. Lieblingsfigur. DAX. R2. Nö. Lutz, das stimmt nicht. Mit meinem Lieblingsfigur R2 hat der DAX funktioniert. Der hängt da oben, der ist überhaupt nicht erreicht worden. Das stimmt nicht. Woran kann es liegen, dass bei mir der POC bei 114 angezeigt wird? Das weiß ich nicht. Hast du den Future oder den CFD? Wäre dann halt die Frage, ne?
So, der Jan jetzt, ne? Du wirst vermisst in der Gruppe irgendwie schon seit Wochen. Lass dich mal blicken wieder. So, gibt es Voraussetzungen, mit Stereotrader in Gruppe zu kommen? Nö, man muss nur eigentlich irgendwie eine erkennbare Identität haben, ne? Also wird natürlich, da bemühen wir uns halt dann auch immer entsprechend, dass wir dort keine Fake-Profile und so weiter halt haben, keine Spammer. Und da entsprechend kommt da auch in die Gruppe auch nicht jeder rein, ne? Aber generell, wenn das erkennbar ist, kein Thema. Also einfach Anfrage stellen und dann Christoph. So, der Lutz, ja, mit ein paar Punkte, ja, ein paar Punkte sind ein paar Punkte, ne? Das heißt, wenn ein paar Punkte fehlen, dann war es dann halt eben auch nicht, ne? Also ich habe den irgendwie gar nicht mehr so arg auf dem Schirm wie früher, den R2 auf die Stunde bezogen im DAX, aber hier definitiv nicht, ne? Also ganz klar nicht. Es war einfach nur halt hier die Future-Eröffnung, wo der dran gescheitert ist. Der Punkt, den ich ja halt auch von Anfang an gesagt habe, dass der jetzt erstmal halt eine plausible Anlaufstelle ist. Und von daher, genau, ja, ne, Michael, wenn der Point of Control woanders liegt, dann liegt es einfach am CFD, ne? Weil das CFD-Volumen stimmt ja nicht. Also das ist ja dann halt nur so eine ungefähre Abbildung. Und dann hast du am Point of Control den meist gehandelten Preis, aber nicht dem mit dem meisten Volumen. Das ist ein kleiner Unterschied. So. Was? Letzte? Okay, ich guck nachher nochmal auf die Beitrittsanfragen in der Gruppe. Kann natürlich sein, dass ich das irgendwie ein bisschen verschlafen habe, da rechtzeitig zu reagieren. Bei mir ist momentan leider so ein bisschen die Hölle los. Also, da bleiben so ein paar Sachen halt liegen. Und deswegen bin ich auch gerade diese Woche in der Gruppe nicht wirklich aktiv. Jesus. So, kriegen wir hier jetzt noch eine Bewegung oder nicht? Also 10 Minuten machen wir noch maximal. Und auflösen wird sich hier wahrscheinlich sowieso nichts. Aber so eine schicke Bewegung, das könnte ja noch drin sein. Also jetzt haben wir hier, ne, wenn es auf die Stunde umschaltet. Also der M15 sagt uns hier nicht wirklich was, aber auf der Stunde sieht man es halt einfach Doji. Das war schon irgendwie, also bis jetzt halt, ne, aber das war eigentlich schon klar im Vorfeld. Habe ich ja auch gesagt, dass ich da halt erstmal mit nichts rechne, außer rauf und runter. Und infolgedessen ist das jetzt einfach nur die logische Konsequenz, dass wir hier jetzt immer wieder an der Eröffnung halt rumhängen und sich da jetzt auch irgendwie nichts entscheidet. Also kann natürlich jetzt trotzdem noch kommen, ne? Aber erstmal hat das jetzt so gepasst. Ist natürlich ärgerlich, wenn man halt einen Ausbruch handeln will, ist klar. Aber wenn man halt sich von vornherein darauf einstellt, dass sowieso nichts passiert, spricht aber nichts dagegen, das halt genau so zu handeln. Aber ich meine, hier unten die Supports, die ich ja vorhin ja auch gezeigt habe, hier in dem anderen Bild. Ja. So, warum sollen die jetzt irgendwie plötzlich weg? Also hat gestern während Kasa nicht gereicht, hat heute Nacht nicht gereicht, jetzt schon wieder nicht, ne? Und das heißt, der will nicht runter, er kann nicht hoch. So ungefähr könnte man das, glaube ich, umschreiben. Und daher ist das halt. Ah, und vielleicht kriegen wir hier noch einen Abholer. So, mal gucken. Aha. So. Weil es ist natürlich trotzdem auch nicht ganz ohne ist, ne? Weil viel mehr, als dass wir da halt in der Mitte stranden. Mit viel mehr rechne ich da halt auch jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich hätte halt schon gerne einmal nochmal hier einen Test von den Lows an der Stelle. Aber ob das dann wirklich kommt, das steht auf dem anderen Blatt. Ja, aber es sind hier jetzt gerade nochmal irgendwie 5 Punkte. So, mal gucken, ob er halt nochmal da runter geht. Ob es dabei bleibt, weiß ich nicht. Der Entry ist auf jeden Fall sauber. Das steht fest.
So, aber wie gesagt, kann genauso gut sein, dass da jetzt einfach auch nichts mehr kommt. Kann sein. Also wer es halt irgendwie die gleiche Idee hat und es irgendwie auch bis über 10 Uhr hinaus halt verfolgen möchte, der setzt jetzt natürlich hier nicht Break-Even, beziehungsweise ich kann ja mal irgendwie normal Break-Even setzen ohne das Plus 2, sondern der müsste dann halt hier schon den Point of Control dann halt nochmal mit im Auge behalten, und weil da kann er halt genauso gut auch nochmal hin, ne? Also hier oben, also der echte Point of Control, nicht der vom CFD. Aber ansonsten hätte ich hier jetzt auch eigentlich gerne, erwarte ich nicht mehr als jetzt irgendwie vielleicht nochmal das Antesten von den Tiefs da unten und dann Feierabend. Also. So. Gehe ich da jetzt raus? Ja, ich glaube, ich gehe da raus. Komm. Das waren irgendwie nochmal 6, 7 Punkte, 10 maximal, wenn man es hier unten 9, glaube ich, aber das ist okay. Weil ich weiß nicht, wie es auflöst. So, aber das war jetzt halt für mich einfach nur okay, hier oben nochmal an den alten Supports dann nochmal zu shorten, dann nochmal halt ein paar Punkte mitzunehmen. Jetzt hängen wir wieder am Bebop fest. Ob der jetzt darunter geht, einmal oder nicht, ich weiß es nicht, Leute. I don't know. Ist der Jan mit der noch in Norwegen war? Was? Ich war noch nie in Norwegen. So, der Box soll doch der Point of Control soll der ausgeglichene Preis sein. Nein, der Point of Control ist der Kurs, an dem das meiste Volumen gehandelt wurde. Ne? Also wo die meisten Kontrakte gedreht wurden. Das sieht man auch hier in der Darstellung. Vielleicht ein bisschen unlesbar, gebe ich zu, gerade wenn es hier so unter den Kerzen verschwindet. Und da sieht man halt, wie viele Kontrakte hier gehandelt wurden, wenn man es dann lesen könnte. Es hängt jetzt halt hier gerade wirklich so ein bisschen doof hinter den Kerzen. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege, das darzustellen, dass man es auch noch lesen kann. 10.000 Kontrakte, ne, sind da halt morgen halt gedreht worden. Hatte ich jetzt gerade wieder verdreht hier? Kann sein. Also 10.000 Kontrakte am. Irgendwas stimmt doch da nicht. Na doch, nee, der hat sich gedreht. Also 10.000 Kontrakte am Point of Control. Und das heißt einfach nur der Punkt mit dort, wo halt eben entsprechend das meiste Volumen war. Ne? Das heißt dort, wo auch, wo man sich am meisten die Köpfe eingeschlagen hat, wenn man so will. Und sowas wie einen ausgeglichenen Preis gibt es ja nicht wirklich. Ne? Also wenn etwas da halt in diese Betrachtung am nahe kommt, dann ist es halt eben der VWAP. Ne? Das ist der volumengewichtete Durchschnitt. Also falls vielleicht das ja damit gemeint. Ja, genau, der POC war schon unten, ist durch den Zeitwechsel runtergekommen. Ja, ne? Weil das natürlich immer erst jede Minute neu berechnet wird. Und da kann es halt schon mal sein, dass der halt innerhalb der Minute wechselt und dann halt erst ja, dann nochmal wandert. Deswegen ist er gerade hier gesprungen, aber er ist jetzt an der richtigen Stelle. Das ist schon richtig. Was sind die gelbe und rote Linie? VWAP? Die rote hier, das ist einfach nur dieser EMA 200. Weil ich den habe ich ja halt auch am Freitag bei dem BOT-Vortrag habe ich das ja nochmal ein bisschen genauer erklärt, was ich mit einem EMA anfangen kann und was nicht. Und nur deswegen ist halt der hier drin. Die gelb ist halt hier, das ist der OWP, das ist eine Linie auch hier vom VPOC, die ich tatsächlich aber nicht nutze, weil dazu kenne ich den Handelsansatz vom Orkan dafür zu wenig. Und die rot-blaue, das ist halt wie gesagt der VWAP, ne? Das ist der volumengewichtete Durchschnitt. Okay, so. Also, würde ich sagen, wir machen an der Stelle jetzt Feierabend, ne, weil es ist ja erstmal alles so wie gehabt. Sieht jetzt nicht so aus, dass da jetzt noch großartig irgendwas passiert. Klebt da fest, wo er festkleben soll. Von daher, für meine Begriffe ist das völlig okay. Ausnahmsweise auch, was heißt ausnahmsweise? Solange man es ja eben weiß, kein Grund, irgendwie zu meckern.
sondern dann halt eben was, worauf ich ja dann auch eingestellt war und wo ich sage, gut, das passt für mich, ne? Es war jetzt nicht die riesen Monsterbewegung hier dabei gewesen, aber trotzdem irgendwie 20 Punkte oder sowas war das jetzt halt irgendwie in Summe, ne? Oder ein bisschen mehr. Das ist okay. Also dafür, dass es ohnehin nur irgendwie in der Range von 40 stattgefunden hat, glaube ich, kann man sich da nicht so wirklich drüber beschweren. Gut, also, dann sage ich an der Stelle mal Danke. Und ja, passt auf euch auf, ne? Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn der DAX irgendwie sich nicht wirklich bewegt hat. Aber mal vielleicht auch mal ein gutes Beispiel dafür, wie man das halt irgendwie einschätzen kann und wie man trotzdem da halt irgendwie mit klarkommt. So, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, hätte ich fast gesagt. Der hat da gerade erst angefangen. Es ist ja noch mitten in der Nacht für meine Begriffe. Ich habe heute noch ein bisschen was anderes hier zu tun und wessen ich mich jetzt auch gleich widmen werde. Und aber nichtsdestotrotz sage ich dann auch an der Stelle schon, wir sehen uns in 2 Wochen wieder, oder Nelson? Heute in 2 Wochen müsste das Ja, sein. genau. 1. Dezember. Okay, wunderbar. Gut, dann sage ich mal bis dahin, bis zum 1. Dezember. Dir auch, Nelson, danke hier für das Managen und Veranstalten von dem Webinar. Schöne Grüße an deine Kollegen. Und du hast das letzte Wort. Ja, vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar und natürlich an alle Teilnehmer auch danke fürs Dabeisein. Und ich wünsche dir, lieber Dirk, und den Teilnehmern einen erfolgreichen Handelstag, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann in 2 Wochen wieder dabei sind. Also, bis dahin, alles Gute. Tschüss.